Schön, dass du wieder mit dabei bist heute beim Unboxing und Aufbau des Robert-Trailers. Ich zeige dir hier nochmal die Anleitung. Schau mal. Heute will ich den Anhänger mal aufbauen. Du kannst mich dabei begleiten. Wenn du Fragen hast, bitte unten in die Kommentare. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Ein Käffchen. Also, sei heute mit dabei, wenn ich den Anhänger aufbaue. So, wir haben hier eine ordentliche Felge und einen ordentlichen Reifen mit einer Trommelbremse innen drin, ordentlichen Kugellagern und halt ordentlich eingespeicht, eine Aluminium-Radnabe mit Kugellager sowohl auf der Außenseite als auch auf der Innenseite. Dann dazu die Achse. Hier haben wir die Bremsbeläge, die Trommelbremse. Und Herzstück natürlich die Auflauf-Anhängerkupplung bzw. Auflauf-Deichse mit Auflaufbremse. Das heißt, wenn ich das hier zusammen mache, schau mal, gibt es hier eine große Feder. Und da kann man, ja, und dann, das wird dann an den Rahmen angeschraubt. Und wenn ich bremse, rutscht quasi der Rahmen nach vorne und zieht mir die Bremse. So in der Theorie. Mal sehen, ob das auch in der Praxis so ist. Dann gibt es hier einen Karton mit Stützen drin. Hoffentlich vier, wenn sich keiner verzählt hat. So ein paar Ecken, ein bisschen Werkzeug. Das Herzstück, die Weberkupplung, ein Rücklicht. Oh, das ist sogar aufgeladen. Ah, das sind die Achsen. Super. Dann die Feststeller für die Stützen. Ja, dann gucken wir doch einfach mal zu, wie ich jetzt den Karton hier auspacke. Mit diesen ganzen Profilen drin. Da bin ich wirklich mal gespannt, was da so alles dabei ist. Da brauchen wir ein scharfes Messer. Ja, die Böcke könnte ich dann, glaube ich, auch mal entsorgen irgendwann. Die Profile. Die Böcke, die hier dran geschraubt sind, oder die Flansche. Ist das ein Flansch? Ja, ich glaube, der Flansch, das ist wohl für die Stützen. Das heißt, die müssen schon mal außen sein. Gehört auf jeden Fall so und so. E, F, B, A, B, A, B. Und gucken mal mit den Profilen, wo die hingehören. Dann ein Käffchen. Die großen Profile, die hat jemand bei Robert beschriftet. Zum Beispiel vorne auf der Ecke ein F drauf. Und das andere F findet sich jetzt hier. Das heißt, da ist hinten. Dann müsste hier drüben ein E draufstehen, genau. Und da steht auch ein E. Da ist hinten. Ich lege es jetzt einfach mal nur drauf. So, diese Buchstaben finden sich nicht an jeder Stelle wieder. Doch, hier, da steht eine 1 drauf. Eine 1. Okay, weiß ich jetzt nicht, wo die 1 hin soll. Da haben wir eine 3. Eine 3. Ja, warum hat er das nicht hier auf die. Warum hat er das nicht hier drauf geschrieben? Warum hat er da A und B und 1 und 3? So. 2. Okay. Also entweder habe ich das System noch nicht verstanden. Oder irgendwie hat er da komisch gemacht. A und B, die würde ich mal. Die kommt da vorne rein. Ah, okay. Hier kommt wahrscheinlich der Bock hin für die Achse. So. Hier machen wir das mal gerade hier. A, B. So, dann müsste da auch noch ein A und B geben. Kleines A, kleines B. A, B. Hä? Irgendwie komisch. Na, da gucken wir mal, wie der Herr Robert das meint. Lösen Sie die Schraube A und drehen Sie den Träger TB mit dem Bremshebel TB, immer diese Abkürzung. Lösen Sie die Schraube A.
und drehen Sie den Träger TB mit dem Bremshebel rechtwinklig zum Lenkprofil L1. Achten Sie darauf, dass der Seilzug der Handbremse unter dem Träger verläuft. Steht hier irgendwie was drauf, welcher Träger L1 ist und welcher L2 ist? Ja, auch nicht wirklich, ne? Okay, schieben Sie den vorderen Querträger. Den vorderen Querträger? QV in den Längsträger und ziehen Sie die Schrauben der Verbinder fest. D. D. Das hat... Wäre halt schön gewesen, hätte das drauf geschrieben, ne? Da steht gar nichts. Dann kann man sich die Beschriftung auch sparen. Ja, weil sie nur verwirrt. Es hat keinen Wert. D. Ja, hier steht überhaupt nichts drauf. Dann sollen sie es einfach weglassen. Dann ist vielleicht einfach das Bild aussagekräftiger als diese ganze blöde Anleitung. Hätten sie einfach nur ein ordentliches Foto dazu gemacht, da wäre es auch gut gewesen. Sind die Stützen, die Halterung von den Stützen, na, das siehst du hier nicht, ne? Sind die jetzt unten dran oder sind die oben dran? Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 Querträger. Ja? D, B. Also komm, dann fangen wir da mal an. So, also Akkuschrauber mit passendem Bit. So, also die Schrauben mache ich erstmal nicht so fest, so dass ich das hier noch ein bisschen bewegen kann, ne? Aber die Beschriftung 1, 2, 3, 4 hätte er sich halt sparen können auf den Profilen, ne? So, nehme ich dich mal mit hier rüber. Ne, wenn das, guck mal, wenn das F ist, schiebe ich die jetzt mal da rein. 3. Wie rum? Fangen wir mit der 1 an. Unten rein oder oben rein? Das ist halt die Frage, ne? Kann ich mir halt aussuchen hier. Eigentlich oben rein, weil, dass wir dann oben die Auflagefläche haben, ne? Und deswegen müssen die von unten rein. Das geht quasi gar nicht anders. Oder was meinst du dazu? Also das ist alles unten, das ist gut. Also dann habe ich das intuitiv richtig gemacht. Also geht das da rein. 1, 2. Ja. Ja. Also so Anleitungen schreiben, das muss auch gekonnt sein. Dass man alles so eindeutig wie nur irgendwie möglich schreibt. Dass es da keine Verwechslung gibt. Natürlich ist das ja für Fahrradwohnwagenbauer gemacht, ja, die auch ein bisschen Grips haben, ein bisschen mitdenken. Ja, das finde ich ja auch gut. Aber manchmal hat man das nicht so eben, oder es ist früh morgens und es gibt noch keinen richtigen Kaffee, wenn man dann das so komisch zusammenbaut. Also ich meine, das Ding gehört so rum. Komm, ich hole dich mal noch ein bisschen ran hier. So, und dann kannst du mir hier mal zuschauen, wie ich hier kämpfe mit diesen Böcken. Okay, das dahin, ja. So. Ja, das war mir wieder klar, dass die jetzt hier runterfallen muss. Aha, okay, das habe ich verstanden. Ah, da stehen die Zahlen. Also da stehen doch die Zahlen richtig drauf. Man muss nur richtig gucken. Alles super. Und ganz zum Schluss kommt jetzt das Profil hin. Hier sind ja jetzt schon Reflektoren dran und die Halterung für das Rücklicht. Das brauche ich aber nicht, weil ich habe das ja hier am Fahrradwohnwagen. Das kann ich quasi wegmachen. Wie rum das Profil jetzt kommt, ist, glaube ich, auch wurscht. Kommen noch die zwei Seitenschrauben und dann haben wir es doch schon fast. Dann komme ich jetzt zum Herzstück, quasi die Deichsel. Die kommt hier vorne ans Eck, dahin. Da fehlen noch die Unterlegscheiben, ne? Schau mal, wo sind da? Da sind die Löcher. Ich muss nur eine Schraube mal ansetzen. Also, Mahlzeit. Ich habe gerade ein kurzes Päuschen gemacht. Ich muss die Speicherkarte leer machen und habe mir in dem Zuge gleich noch ein Käffchen mitgebracht. Und jetzt geht's weiter mit dem Robert-Trailer, den fertig zusammenzubauen. Also komm, sei mit dabei
und hab Spaß mit mir und freu dich, wenn das funktioniert mit diesem Ding. Ja, damit ich endlich da ein bisschen sicherer fahren kann. Ja, den Rest haben wir ja gestern schon besprochen in der Ruhmtour. Kann ich dir übrigens da oben mal verlinken, die Ruhmtour. Kannst du dir mal anschauen. Okay, also dann machen wir weiter. Jetzt sitzt die Schraube hier drunter. Siehst du von da drüben nichts? Soll ich dich mal hier rüber holen auf die andere Seite? Kannst du es jetzt besser sehen? Komm doch mal rüber. So, ich habe hier noch irgendwelche Ecken. Ich habe das Gefühl, ich muss eine Seite nochmal aufmachen und muss da die Ecken reinmachen. Hätten sie irgendwie beschreiben können, dass da die Ecken reinkommen, oder? Oder wo kommen die hin? Wie viele Ecken haben wir denn? Eine, zwei so Eckprofile. Wo die hinkommen, geht irgendwie aus der Anleitung nicht so hervor. Könnt ihr mal aussuchen, wo die hinkommen. Ja, also die Montageanleitung Firma Robert, die könnt ihr euch komplett sparen. Ja, die sind hier nicht eingezeichnet. Also, was macht man damit so einer Anleitung, die nicht funktioniert? Die schmeißt man einfach in den Müll. Ah, hier steht irgendwas. Ah, hier, die sind gekennzeichnet. Guck mal, da steht irgendwie C und da steht irgendwie E drauf. Jetzt weiß ich, wofür die sind. Das sind nicht Ecken, das sind die seitlichen Teile, dass man nicht zwischen Rad und Rahmen gerät. Also wenn hier das Rad ist, dann kommt diese Ecke da irgendwie davor, dass man sich da irgendwie nicht einklemmen kann. Aber allein diese Ecken, die wiegen, soll ich es mal auf die Waage legen? Komm, wir machen das mal zusammen. Wir legen die Ecken mal auf die Waage. Da bin ich jetzt mal gespannt, was die wiegen. Da legen wir die mal drauf. Guck dir das mal an. 300 Gramm. Nur diese zwei blöden Winkel. Also, da kannst du ein ganzes Haus dran hängen. Na gut, scheint wohl hier in Deutschland Vorschrift zu sein. Dann geht's weiter. So, also das geht auch jetzt relativ gut. Okay, hier muss man umdenken. Und jetzt passt das nämlich genau hier, ne? Ja, war jetzt dann doch nicht ganz so leicht, wie ich dachte. So, und jetzt, wenn ich den jetzt hier... Na, den kann man gar nicht anders montieren, ne? Wenn ich den jetzt hier ziehe, dann wollte ich jetzt noch mal nach der Bremse gucken, wie ich das mit der Bremse mache. Ob die schon eingestellt ist oder so? Weiß nicht. Also komm, wir gucken uns das mal zusammen an. Ich gehe davon aus, dass sie hier schon eingestellt sind. Meinst du... Ich soll die Räder jetzt dran machen. Die Achse, eine Steckachse. Da durch. Da ist noch eine Schraube irgendwie zum... Ne, die gehört so. Jetzt. Das Rad muss doch da reinpassen, oder? Und dann kannst du da genau zugucken, was ich da mache. Guck mal, das Rad muss doch genau da reinpassen. Das passt aber nicht. Ah, weil die Handbremse gezogen ist. Ah, okay. Ha. Jetzt müsste es passen. Die Bremse war die ganze Zeit an. Jetzt passt das natürlich drüber. Naja, das ist ja logisch. Leichtes Spiel haben wir hier auch. Weil hier, schau mal, hier ist noch eine Schraube drin. Und an der Schraube kann man einstellen, wie viel Spiel das haben soll. Das heißt, da vorne Schraubenschlüssel festhalten und da hinten mal eine ganz kleine Umdrehung zumachen. Das mache ich mal. Das darf natürlich auch nicht zu fest sein. Aha. Es ist besser. Ich würde es noch ein Stück rausmachen. Maximal mitkommen, maximal sehen, wie ich das einstelle. Das habe ich nämlich bei den anderen Achsen, habe ich das auch schon gemacht. Und es geht relativ gut, aber da muss man mit viel Gefühl muss man das machen. Komm so mal ein Stück hoch. Naja, so höher geht aber nicht. So, da kann man das aber jetzt gut sehen. Schau mal. So, dann spanne ich das mal ganz, ganz zaghaft hier in den Schraubstock ein und drehe das wirklich nur einen Hauch zudrehen.
Okay, dann gucken wir mal, ob es passt. Ja, das sind manchmal so Einstellungsarbeiten. Ja, es ist besser. Aber Spiel ist da trotzdem noch drin, ne? Auch in die Richtung. Also so einen guten Millimeter Spiel hat's. Okay, gut, na, dann lassen wir es so. Und wenn man ein Rad anbaut, dann kann man auch noch ein zweites Rad anbauen. Also komm mit, hilf mir dabei. Und guck nicht jemand nur die ganze Zeit zu. Komm ein bisschen näher, damit du genau siehst, was da gemacht wird. Gucken, ob das auch so viel Spiel hat hier. Guck mal. Ja, die Achse hat da auch Spiel im Lager, aber ich glaube, das muss auch sein. Na gut, also. Einmal und zweimal und ziehe jetzt mal die Bremse. Okay. Also der hier drüben zieht zuerst. Das heißt, die später oder die früher, das ist mir egal wie rum. Dann muss ich hier noch ein bisschen rein, ne? Okay, ist schon besser. Drehen wir das mal hier. Das kommt ganz schön spät. Ah, das ist rausgerutscht hier, ich sehe es. Okay, jetzt haben wir es ein bisschen mehr. Aha, das ist besser. Ah ja, das war jetzt besser. Der Unterbau hat auch eine Handbremse. Das finde ich äußerst hilfreich. Die kann man dann auch mit einer Sicherung, das heißt, gibt es ein Sicherungsblech, den muss man hochmachen und da kann man die Bremse lösen. Wenn ich jetzt die Bremse betätige, dann blockieren die Räder. Dann wäre ich quasi fertig. Die Stützen lasse ich mal noch weg. Ich glaube, die stören jetzt bei der Montage nur. Nächster Punkt wäre dann, die Weber-Kupplung ans Fahrrad bauen kann. Oh. Sollen wir die mal auspacken und die gucken wir uns einfach mal an, oder? Da ist er. Weber ES-Kupplung. Und das hier ist die Kupplung, ne? Ja, mit einer selbstsichernden Edelstahl. Das ist gut. Und die muss dann irgendwie so montiert werden. So, irgendwie. Weber-Technik. Ja gut, das ist schon massiver Stahl. Aber du, ich habe schon ganz andere Sachen brechen sehen. Ne? Gucken wir mal. Gut, ich meine, hier ist ein Gelenk drin. Dann gucken wir mal, ob wir zusammen die Weber-Kupplung montieren können. Ich lasse aber die Cruiser-Kupplung auch erstmal dran. Da gucken wir mal, ob das geht. Nee. Kann man das drehen? So. Ja, so ist ja doof. So. So kommt die drauf, ne? Guck mal in die Anleitung. Also Anleitung lesen macht mir grundsätzlich keinen Spaß. ES Blau. Bei Vollachsen entfernen Sie die linke Achsmutter und eventuell die Unterlegscheibe. Bei Schnellspannachsen ist der Schnellspanner zu öffnen, aus der Achse herauszuziehen. Ach ja, wäre ich jetzt nicht aufgekommen. Ja, du mich auch. Hä? Grundplatte. Und das muss einen rechten Winkel geben. Auf den Schnellspanner schieben Sie den Schnellspanner in die Achse. Okay, es ist nicht zulässig, die Unterlegscheibe C wegzulassen. Also, okay. Aber mit A, B, C steht da nichts drauf. Gar nicht so einfach. Ah ja, das greift ins Ausfallende. Das muss ja da reinpassen hier. Ah doch, jetzt drückt sich zusammen, ich sehe es. Also, ne, machen wir es so. Die Scheibe, der kommt so rein hier und der kommt so rein. An sich logisch, wenn man es weiß. Komm mal ein bisschen näher, dann kannst du mir doch hier zugucken, oder? So. Ja. So, und jetzt zieht sich das fest. Und das soll dann senkrecht stehen. Jetzt brauchen wir was, wo ich mich draufsetzen kann. Ach, was hältst du davon? Ah, super. Okay, das muss senkrecht stehen. Dann stört aber der Ständer. Wenn ich jetzt den Ständer abmachen muss, finde ich nicht so gut. Oder? Was sagst du? Mach den Ständer mal weg. Du musst überall dabei sein, oder? Guckst mir überall zu. Aber das ist auch gut so. Und da haben wir einen großen drin. Ja, ich hatte auch schon mehrmals das Problem. Oh Gott, die ist auch verbogen, die Schraube hier. Dass mir der Ständer abgefallen ist, dass der sich gelockert hat.
Und da habe ich dann stellenweise auch Gewinde nachschneiden müssen und mit Schraubensicherungen und so weiter. Und die Schraube, boah, guck mal, wie krumm die ist. Boah, guck dir das mal an, was da für Kräfte wirken. Also machen wir den Ständer, den machen wir jetzt erstmal weg. Ist halt so. So, und der soll senkrecht stehen. Na, da wackelt jetzt aber hin und her hier. Richtig anliegen tut das schon nicht hier. Ach so, weil der schief ist hier, ne? So, jetzt drehe ich das mal zu hier. Jetzt sieht's gut aus. Hier, hier spielt die Musik. Nicht da hinten, hier. Das hier, das ist zu schmal. Ah, und da ist noch eins, was dicker ist. Ha. So rum, ja, so rum. Okay. Okay, das ist quasi wie so eine Distanzhülse. Also gut. So, das da wieder durch. Jetzt kommt's. Ja, ja, okay, gut. Das war, oh ja, das ist viel besser. Und das muss ich jetzt zusammendrücken. Ich würde gerne mal mit dem Schraubenzieher da so reinkicken. Hm? Ah, okay, so. Jetzt, okay, den Rest zieht es dann rein. Muss auch gerade sein. Und. So, jetzt müssen wir mal gucken, das hier mit meinem Ständer, ja, den kann ich jetzt vergessen. So, meinst du, ich soll mal eine Proberunde fahren? Dann kuppe ich das mal an und fahre meine Runde. Und wenn ich wiederkomme, dann hat alles geklappt. Wenn nicht, dann liege ich im Krankenhaus. So, wo ist oben und unten? Hänge ich es mal ins Fahrrad an und fahre mal eine Runde. Schön, wenn du dabei bist. Also, los, dann fahren wir mal eine Runde. Okay, warum scheppert der so? Nö. Nö. Okay. Cool. Ohne Ständer ist natürlich ganz doof. So, ich wollte mal gucken, ob die Räder genau auf der Mitte sind oder ob die leicht nach hinten oder nach vorne versetzt sind. So, in der Mitte. Ah, da haben wir so 97 etwa. 1,5 Meter. Machen wir mal Feierabend. Danke fürs Zugucken. Und ich überlege mir jetzt, wie ich meine Wohn- und Schlafkabine quasi da oben auf diesen Anhänger drauf kriege. Das muss ich mal sehen. Den muss ich dann irgendwie ausräumen, auf die Seite legen und den dann irgendwie da drunter bauen. Ne? Schauen wir mal, wie ich das hinkriege. Aber alles wird gut. So. So. Hier müsste ich auch mal wieder fegen.